wir sind heute hier aufgrund der vierten Integrationswoche, die vorige Woche gestartet ist. Wir waren eine Eröffnungsveranstaltung. Und diese Integrationswoche beinhaltet verschiedene Veranstaltungen, die nun auch als Thema Integration oder wie sie heißt, Partizipation, so heißt es ja jetzt, von ausländischen Bewohnerinnen haben soll. Es gibt mehr als 300 Veranstaltungen und wir treffen Gurtner, also sehr stolz, eine dieser Veranstaltungen heute machen zu dürfen. Die Kooperation mit unserer relativ neuen Partnerin, dem Verein Origami Papierfreiheit für alle, die Sie vielleicht schon kennengelernt haben von den Origami-Workshops, die es hier schon gab. Ja, liebe Leutsdorferinnen und Leutsdorfer, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich möchte auch nur begrüßen, ich bin dann sicher nicht der, der am schnellsten falten kann, aber ich werde es probieren. Ich freue mich ganz besonders, heute auch für mich in dieser Funktion erstmals hier im Zentrum sein zu dürfen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es auch Zentren gibt, die für Bewohnerinnen und für Bewohner in Beschlag genommen werden können, dort auch ihre Aktivitäten verschiedensten Formen auch ausüben zu können. Und ich glaube, gerade bei der Integration ist es ganz wichtig, auch Raum und Platz und Zeit zu haben, um miteinander zu reden, denn bekanntlich ist Reden kommen gleich zusammen. Und viele der Herausforderungen oder der Missverständnisse oder der Konflikte, um es vielleicht noch ein Stück höher anzusprechen, passieren vor allem auf gegenseitige Missverständnisse, auf Nicht-Kennen der unterschiedlichen Interessen, vielleicht auch nicht kennen der unterschiedlichen Wünsche. Und der Kranich ist ja auch ein Friedenssymbol aus der Kultur heraus. Und ich glaube auch dieses Symbol des Friedens, Symbol auch der Verbindung. Ganz toll, dass dieses Symbol des Friedens, dieses Symbol der Gemeinschaft und des Austausches wir heute nicht nur basteln, sondern dann zu einem großen Ganzen zusammenfügen. Und was möge da besser passen als in Floridsdorf auch das Bezirkslogo, das Bezirkswappen von Floridsdorf, das sich historisch ja aus den Ortskernen von Floridsdorf zusammensetzt. Also in der Mitte ist Floridsdorf selbst. Hier auf der linken Seite beginnend ist Stammersdorf, Strebersdorf, Groß-Jedlersdorf, Jedlisee und Leopoldau. Ich sage immer, dort wo ich wohne, das ist nicht dabei, nämlich Donaufeld, aber das liegt daran, weil Donaufeld sich ja später aus Leopoldau abgespalten hat. Also, und diese historischen Ortskerne, die es ja bis heute gibt, auch im, also vor allem bei Strebersdorf, Stammersdorf und Leopoldau, sowohl in der dörflichen, baulichen Struktur als auch im Zusammenleben der Menschen. Ja? Also in Jedlisee oder auch in Groß-Jedlersdorf hat der städtische Raum viel schneller erobert, aber gerade in Leopoldau oder in Strebersdorf oder in Stammersdorf gibt es diese dörfliche Struktur noch, wo auch die Leute noch viel mehr aufeinander schauen, viel weniger Anonymität herrscht und wo es auch dörfliche Veranstaltungen gibt. Also in Leopoldau wird noch ein Maibaum aufgestellt und in Stammersdorf und die Weinbauern ganz ja. Thank you.